So, da bin ich wieder zu meinem Let's Play Resident Evil Revelations. Wir machen weiter mit der Kampagne und wir setzen natürlich fort. Und ich bin's natürlich, eure Bum 36. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Bei Resident Evil Revelations. Ja, bisher. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Also, meine Vermutung ist, warum... Überlasst dem Himmel Gerechtigkeit. Warum das alles so vertuscht wurde, ist... Es liegt an diesen zwei. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das und die ist Wahrheit klar. Dahinter könnte sein, existieren nur dank solcher Gruppen. Dass, ja, dass unsere Chefs dahinter stecken. Also halt O'Brien und der andere Typ von FBC. Episode 8. Alles oder nichts. Uhr 14, Casino. Ein schrecklicher Verlust. Wir sind zu viert. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus, ihr verschafft uns Zeit. Na super. Okay. Yay, wen darf ich jetzt spielen? Jill oder Chris? Sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ganz genau. Er ist nicht an Chill vergeben. Er gehört mir. Dann war alles Raymonds Werk? Nein. Ich glaube, wir kennen nur die halbe Wahrheit. Bei dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Spezialzubehör, okay. Feuerrate 3. Kritisch 1, okay. Ah, ihn kann ich nicht bearbeiten, okay. Magazinschaden, Feuerrate. Feuerrate 30, Feuerrate 3 erhöht die Feuerrate. Was bedeutet kritisch? Also die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, 30%. Und raus wieder Feuerrate. So, Jill, nicht da lang. Wir müssen zum Labor. Okay, dann halt nicht. Oh ja, super. Wieder zurück ins Wasser. Ist ja nicht so, als wenn die hier Monster lauern würden oder so. Ja, ich weiß, ich hätte auch die Impulsgranate verwenden können, aber ich wollte nicht. Dum, 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 dum. Ab nach oben. Und wir sind wieder im Casino. Wer hat das gedacht?
sind einfach zu oft hier. Jill, nicht da lang. Wir müssen zum Labor. Ist der dämlich oder so? Ah, okay, ich bin falsch geschwommen. Verstehe, okay. Ich bin falsch geschwommen. Ho, ho, ho. Chris, du schnaufst ziemlich stark. Schnell, durch den Kielraum geht's zum Labor. Vorsicht, im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Verstanden. Speichern, aha. Hatte ich nur eine Impulsgranate? Okay. Cool. Not really. Okay, Chris ist dabei, wenigstens etwas. Speichern schon wieder. Ah, da ist Chris, okay. Hey, wo ist er denn? Der funktioniert ja nicht. Begreife ich jetzt nicht. Wo ist er denn? Ach, da drin wird er wahrscheinlich sein. In die andere Tür reinkommen muss. Wie? Ich glaube, ich muss da wirklich nochmal hoch. So, nochmal hoch. Hä? Dämlich. Ach, da ist gleich da unten. Ach. Dumm. So, wo ist Chris eigentlich? Ist er schon vorausgeschwommen oder was? Anscheinend schon. Okay. Ja, da ist er.
Okay, auf die Leiter. Jill, versuch's damit. 13 Schlüssel aufgenommen. Yay. Der Schlüssel war auf der Semira Miss. Wenn die okay. Schiffe baugleich sind, ist das Labor da lang. Alles klar. 13 Schlüssel verwendet. Yay. Was haben wir hier? Nein, es lädt der Bereich. Yay. Ja, Bereich laden ist okay. Reicht schon. Lässt sich nicht öffnen, super. Das sieht nach einem Erkennungssystem für Fingerabdrücke aus. Da ist ein Schloss an der Tür. Lässt sich nicht öffnen. Kann ich hier reinspringen? Ja, kann ich. Yay. Was haben wir hier? Pistolenmunition, super. Was haben wir da drinnen, da draußen noch? Nichts. Okay. Also ist das durch die Tür durch. Aha, okay, alles klärchen. Gut, was haben wir hier jetzt alles? F. Registriere Fingerabdruck. Okay. Fingerabdruckregistrierung fertig. Ah, ja. Hallo, das Schiff ist am Untergehen und hat immer noch solche komischen Sachen. Egal. Yay! Also geht doch, okay. Bitte betreten Sie den Sterilisationsraum einzeln. Illegales Zubehör. Schrotgewehrmunition. Und was zum Lasern haben wir schon lange noch gehabt. Skaromi Colony Entwicklungsdokument, okay. Skaromi ist eine BOW, die gut geeignete DNS eines Hais nutzt. Das Erbgut von Haien hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert, da sie seit Millionen von Jahren als Jäger erfolgreich sind. Die Nutzung ihrer DNS macht diese BOW zu furchtlosen, aggressiven Bestien. Die Form und die Farbe eines Skaromi erinnern an dessen Hai-Verfahren, seine stacheligen Gliedmaßen an Lanzen. Wirbel sind die charakteristisch für kopflose Fische. Sie entstehen, wenn Plakoditschuppen mutiert und sich mit verhärteten Muskelfasern verbinden. Dadurch können sich die Kreaturen so schnell wie Landlebewesen fortbewegen und Gegner mühelos aufspießen. Yay! Erschwerend kommt hinzu, dass ihre Schuppen so widerstandsfähig wie ein gepanzertes Auto sind. Kein Vergleich zu den Schuppen normaler Haie. Gegner haben es entsprechend schwer, wenn sie fortan frontal angreifen. Aha. Hier muss man einzeln betreten. Dekontaminiere. Bitte warten. Okay, was soll das jetzt heißen? Was zum? Ja, Kust, ich glaube, du hast ein Problem. Ich glaube, wir haben beide ein Problem. Unfall. Unfall.
abgeschlossen. Bitte warten Sie, dass die Tore sich öffnen. Alter Falter hier. Ey. Und aufstehen. Na komm schon, geh drauf. Meine Fresse. Illegales Zubehör ist da drin. Aha, okay. Lass mich in Ruhe. So, erstmal nachladen hier. Und ab nach oben. Meine Güte. Stress pusht schon wieder hier. Das große Ganze Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Schon gut. Alles okay. Speichern und ich habe nur noch ein Heilkraut. Super, ey. Supi. Da liegt die Magnum. LHWK aufgenommen. Yay, er. Schaut sich an. Einfach nur cool. Und habe ich dafür genug Schüsse. Aber ich werde es natürlich euch auch zeigen, ist ja klar. Beim nächsten Gegner. Okay, im Aufzug ist nix. Dackres. Meine Güte, wie die alle aussehen. Lauter Schläuchen und Zeugs und drum und dran. Upsala. Ich bewege die Maus immer wieder nach oben. Das ist interessant. Muss der Bereich nicht neu laden? Mal nicht? Ui. Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Ganz einfach. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier ist noch was. So, ich gehe jetzt echt schon mit dem ein bisschen vorwärts hier. Eine Pistole habe ich halt nicht dabei, ne? Okay, guck mal nach. Was haben wir hier? F.
Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Super. Wir haben jetzt dann gleich angefallen, oder? Was ist eigentlich mit Rachel? Lebt die auch noch? Ja. Genau. Episode 8, alles oder nichts. Ende! Yay! Es... Okay. Pff, hör mal auf! Krieg trotzdem noch ein A. Wow. Ich hätte jetzt mit einem B gerechnet, aber hey. Speichern beendet, das ist schön. Wir speichern nochmal selber. Und dann geht's weiter im nächsten Part. Episode 8, Episode 2. So, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.